So, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man die Bahnkurve eines horizontalen Wurfes mit Euklidiner Geo konstruiert und dazu auch noch die Geschwindigkeitsvektoren hinzufügt. Dazu werde ich erstmal das Koordinatensystem einschalten, das geht hier, Messen und Rechnen, Ursprung sichtbar, dort ist das Koordinatensystem. Ich schiebe es mal noch ein bisschen nach links oben, denn der Wurf geht ja nach unten. Ich brauche dazu zwei Variablen, nämlich einmal die Startgeschwindigkeit und einmal die Zeit, das geht unter Messen. Zahlobjekt erstellen, das heißt jetzt erstmal Z1, ich nenne das mal V0 für die Startgeschwindigkeit und mit der rechten Maustaste klicke ich es nochmal an, editiere den Bereich und die Geschwindigkeit soll vielleicht gehen von 0 bis maximal 20 Meter pro Sekunde, das können wir in 0,1er Schritten einstellen. Okay. Zweite Variable ist die Zeit, noch einmal messen, Zahlobjekt erstellen. So, rechte Maustaste benennen. Diesmal heißt das Ding T für Zeit. Auf Englisch Time. Und da brauchen wir gar nicht so viel. Untere Grenze 0, obere Grenze, Startwert ist auch 0. Obere Grenze, sagen wir mal 4 Sekunden, das reicht. Und das können wir in Hundertstel machen, das reicht auch. So. Oh, jetzt sehe ich gerade den Koordinatenursprung nicht mehr. Hier ist er. Okay, jetzt definiere ich einen Punkt. Und zwar mit xy-Koordinate. Die x-Koordinate ist entsprechend des horizontalen Wurfes s gleich v mal t, also v0 mal die Zeit. Und die y-Koordinate ist entsprechend des freien Falls minus 1/2 mal g mal t zum Quadrat. Jetzt hat er den Punkt hier hingemalt. Jetzt setze ich mal die Startgeschwindigkeit auf 10 und gucke mal, was der Punkt im Laufe der Zeit macht. Verschiebe also hier die Zeitachse. Und er bewegt sich genau so, wie ich das gerne hätte. Jetzt möchte ich auch die Bahnkurve sehen. Das geht hier unter Konstruieren. Da kann ich dort unten Ortslinie eines Punktes aufzeichnen. Anklicken, den Punkt auswählen, der ist gerade hier. Schwupps. Und dann verändere ich mal die Zeit ein bisschen, dann fährt er hier hin und her und ich sehe die Kurve und wenn ich loslasse, malt er sie auch schön durchgehend. Bringen wir noch ein bisschen Farbe ins Spiel, sagen wir mal die Bahnkurve, machen wir etwas kräftiger und was weiß ich, in Orange. So. Jetzt kann ich auch die Geschwindigkeitsvektoren einzeichnen. Und zwar der Geschwindigkeitsvektor in x hat immer die Länge v0. Und jetzt habe ich ein Problem, wenn ich hier konstruiere, dann kann ich zwar die Richtung einstellen, aber nicht Richtung und Länge gleichzeitig. Da muss ich ein bisschen tricksen und das geht wie folgt. Ich erstelle eine Parallele durch diesen Punkt zu dieser Achse. Dann erstelle ich einen Kreis mit festem Radius und zwar ist der Radius V0, erfahrungsgemäß mal hier V0 halbe, das passt etwas besser. So, um diesen Punkt, dann Schnittpunkt, da und da habe ich dann beide Schnittpunkte und das brauche ich jetzt fast alles nicht mehr. Den Kreis brauche ich nicht, das geht mit der rechten Maustaste verbergen. Es ist zwar noch vorhanden, aber man sieht es nicht mehr, den brauche ich auch nicht mehr. Und jetzt habe ich den Punkt mit dem passenden Vektor und kann hier entsprechend einen Vektor einrichten von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und man sieht sehr schön hier, wenn ich die Geschwindigkeit verändere, ändert sich die Bahnkurve und der horizontale Geschwindigkeitsvektor auch. Mache ich das gleiche Spiel jetzt in Y-Richtung. Das heißt, ich brauche erstmal eine Parallele zur Y-Achse durch diesen Punkt. Punkt, Achse, da ist er. Dann ein Kreis mit festem Radius. Der Radius ist g mal t, 9,81 mal die Zeit. Wir stellen das Ganze im Maßstab 1 zu 2 da, also nochmal durch 2. Und das Ganze um diesen Punkt, da ist er. Und wieder Schnittpunkt vom Kreis und Parallele. Jetzt mache ich wieder alles unsichtbar, was verschwinden soll. Das soll weg, rechte Maustaste, das soll weg, rechte Maustaste, das soll weg. Und ich kann den Y-Vektor einzeichnen, von da nach da. Und das ist VY. So, bringen wir ein bisschen Farbe nochmal ins Spiel. Machen wir den Vektor in x-Richtung in blau und entsprechend folgerichtig den anderen in grün. Und jetzt konstruieren wir den Vektor für die Gesamtgeschwindigkeit. Das geht bekanntermaßen durch ein Vektorparallelogramm.
Das Parallelogramm ist hier besonders einfach, weil es ein Rechteck ist. Ist ja ein rechter Winkel zwischen. Das heißt also wieder Parallele durch diesen Punkt zu diesem Vektor und Parallele durch diesen Punkt zu diesem Vektor. Und dann ist der Schnittpunkt von dieser und dieser Linie mein Zielpunkt des Gesamtvektors. Und das geht so. Von da nach da ist V gesamt, wird gerne in Rot dargestellt. So. Schwuppdiwupp. Und wir nennen das Ding auch noch V gesamt. So. Und was jetzt hier zufällig erscheint, ist, dass der Vektor gerade an dieser Stelle genau tangential zur Bahnkurve liegt. Ist kein Zufall, ist immer so. Ich fahre mal ein bisschen die Bahnkurve entlang und wir sehen, okay, der x-Vektor ändert sich nicht, der y-Vektor wird immer größer, ist logisch, der hängt von der Zeit ab. Und der Gesamtvektor ist immer tangential zur Bahnkurve. Ändern wir auch nochmal die Geschwindigkeit, lassen das Ding mal ein bisschen schneller fliegen. Und wie man sieht, auch hier schön tangential, muss physikalisch natürlich auch so sein, denn schließlich gibt der Gesamtgeschwindigkeitsvektor die Richtung des Fluges an. Ja, das war's.